Und bitte um einen kräftigen Applaus. Ja, wir haben das fertig. Guten Abend, Karlsruhe. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid, auch unter diesen Bedingungen. Und wir werden jetzt mal zeigen, dass wir mehr sind, dass wir viele sind und immer mehr werden, oder? Ja. Nochmal, wir sind, wie viel sind wir? Viele! Und wir werden immer mehr, oder? Und das werden wir heute Abend zeigen und ich freue mich, dass wir das jetzt miteinander feiern dürfen. Es ist ein trauriges Thema, das wir heute haben, aber es soll auch bei uns dazu führen, dass wir uns immer mehr engagieren und darüber wollen wir heute reden. Wir gehen in das Thema hinein, indem wir einige Dinge uns in Erinnerung rufen. Punkt 1. Es ist so, dass uns immer wieder gesagt wird, jeder von uns kennt das. Ja, aber es gibt doch die Covid-19-Kranken und das darfst du doch nicht ignorieren. Und du bist doch Corona-Leugner. Und wie menschenverachtend ist das denn von dir, wenn du ignorierst, dass es Covid-19-Kranke gibt? So, wisst ihr, wie wir da reagieren können? Da könnt ihr ganz einfach reagieren. Ich gebe eine Kurzschulung als Kommunikationstrainer. Wer mich nicht kennt, Daniel Langhans auf YouTube, Dr. Langhans. Es gibt auch den DR Daniel Langhans auf Telegram, da kann man viel nachsehen. Jetzt nochmal eine Kurzschulung. Das Erste, wenn ein Widerstand kommt, ist, dass wir kein Gegenargument bringen. Ist das okay? Sondern wir spiegeln das, was wir gehört haben. Okay, also du hast den Eindruck, dass ich einfach auch das Leid der Menschen, die schwer erkrankt sind, an diesen Atemwegserkrankungen, dass ich das nicht ernst genug nehme. Ist das so, dass du einfach diesen Eindruck jetzt hast? Ja, genau. Und dieses Ja, das brauchen wir. Versteht ihr? Wir brauchen das Ja vom anderen. Und jetzt holen wir uns noch eins durch die zweite Stufe. Das nennt man nach dem ersten, die Paraphrase, das Spiegeln, nennt man das zweite den Überleiter. Also, dann kommt der Überleiter. Du, darf ich dich mal was fragen? Wenn man einen Menschen mit so einer Frage konfrontiert, dann wird man selten ein Nein bekommen. Darf ich dich mal was fragen? Dadurch haben wir das zweite Ja und wir sorgen dafür, dass der Gesprächspartner etwas ruhiger wird. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Schau mal, wenn es tatsächlich ein wirksames Medikament gäbe, das Menschen mit ganz schweren Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, und zwar nicht nur Corona, sondern alle schweren Atemwegserkrankungen heilen könnte. Was würdest du davon halten? Wunderbar, sagt jemand ganz spontan. Und genau die Reaktion, die kriegen wir dann. Und dann kannst du nachlegen, versteht ihr? Ihr könnt nachlegen, könnt sagen, weißt du was? Das Medikament gibt es schon. Das nennt man Hydroxychloroquin. Und es ist nämlich schon eingesetzt worden an 4000 Covid-19-Patienten, die erfolgreich damit behandelt worden sind. Kannst du dir das vorstellen? Und schon bricht das ganze Narrativ. Wir brauchen Impfen, 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 wir brauchen Impfen, wir gehen alle unter. Das ganze Narrativ bricht in sich zusammen. Versteht ihr? Wenn wir das als Argument verfügbar haben, das war jetzt gleichzeitig eine kurze Kommunikationsschulung, ja, also eine Drei-Stufen-Regel nennen wir das, wenn wir auf einen Widerstand treffen, ihr seid Corona-Leugner und ihr ignoriert das Leid der Menschen und so weiter, dann kann man sagen, ach, okay, also du hast und so weiter, wie wir das gerade eben besprochen haben. Ihr könnt das ja später nochmal nachschauen, wenn wir dann das Video dazu irgendwo online stehen haben. Wahrscheinlich auf meinem Kanal, Dr. Langhans auf YouTube, solange es den noch gibt. Ansonsten gerne auf Telegram unter DR Daniel Langhans hintereinander schreiben. Also, ganz wichtig, drei Punkte noch zu diesem Hydroxychloroquin. Es ist bekämpft worden, bis aufs Blut. Die Medien haben dieses Medikament bekämpft, haben behauptet, es funktioniert nicht. Die WHO hat es bekämpft. Aber es ist nachgewiesen. Und zwar ist es erstens sicher, zweitens billig und drittens wirksam. Dieses Medikament, und ich hatte gerade gesagt, welche Erfolge es bereits erzielt hat. Dann der zweite Punkt, es gibt ein Virology Journal.
Und jetzt gibt es da einen Eintrag, einen Artikel am 22. August 2005. Und da heißt es: We report that chloroquine has strong antiviral effects on SARS-CoV infection of primate cells. Habt ihr verstanden, was er gesagt hat? Wir stellen fest, dass Chloroquin einen sehr starken antivirale, sehr starke antivirale Effekte hat für alle SARS-Viren, SARS-CoV-Viren im Jahr 2005 festgestellt. Wisst ihr, wer das festgestellt hat? Dr. Anthony Fauci ist mit diesem Eintrag in dem Virology Journal drin. Das kann man nicht mehr rausschreichen, versteht ihr? Ist das nicht sensationell? Das heißt, der Dr. Fauci, der auch jetzt hinter der neuen sogenannten Regierung von den sogenannten Vereinigten Staaten, ich werde mich da heute nicht dazu äußern, der da jetzt nach wie vor an dieser Stelle ist, der hat das schon festgestellt, versteht ihr? Obwohl er ein so enger Freund von Bill Gates und dieser ganzen, diesen ganzen Agenda ist. Aber die WHO wollte das verhindern. Sie hat, das ist jetzt traurig, an 3.500 Patienten in 400 Kliniken verhindert, dass das Hydroxychloroquin eingesetzt wird. Und wisst ihr, das sind 30%, über 30% von den Patienten gestorben. Dann gibt es in Belgien einen Dr. Rob Ellens, der hat seine todkranken Patienten mit Hydroxychloroquin und Zink behandelt. Wisst ihr, wie die Regierung in Belgien reagiert hat? Die hat ihm die Zulassung entzogen. Kennt ihr das irgendwo her? Wenn Ärzten die Zulassung entzogen worden ist. Ja? Und da sieht man, dass das nichts mehr mit der Gesundheit der Menschen zu tun hat, sondern es geht nur noch darum, die sogenannte Impfung durchzusetzen. Und da hat Hydroxychloroquin und Heilerfolge gestört. Versteht ihr? Und das alles haben wir aber als reale Fälle und damit können wir die Menschen aufklären. Wollen wir das tun? Also, dann gibt es viele, viele weitere Experten, die sich auf YouTube geäußert haben. Was ist mit den Videos von denen und mit den Videos von dem Dr. Ellens auf YouTube passiert? Es ist gelöscht worden, genau so ist es. Ein einziges ist immer nur genannt worden von Bill Gates im Dezember 2019. Ich lese das nicht auf Englisch vor. Er sagte wörtlich: Ja, im nächsten Jahr, Mensch, da können wir richtig, richtig gute Geschäfte machen in der Gesundheitsbranche und zwar mit Impfstoffen. Das hat der Mann wörtlich gesagt. Und wenn uns jetzt heute noch einmal jemand sagt, Bill Gates habe mit dem Ganzen nichts zu tun, dann werden wir sagen, das ist die Unwahrheit. Informier dich mal. Bill Gates steckt hinter allem und wir werden nicht aufhören davon zu reden, oder? Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Da gibt es ja die Ärztin, die kennt ihr, oder? Unsere Perin, ja? Mit ihrem tollen Lied. Ja, und wir halten nicht den Mund. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Nochmal zusammen. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Das war jetzt ein Gruß an Perin, die im Moment auch Schweres zu ertragen hat. Das wissen wir alle und wir wollen sie nach Kräften unterstützen, oder? Ja, dann hat der Mr. Gates dann ein Patent angemeldet, eine Technologie zur Überwachung jedes einzelnen Individuums auf der Erde. Und dieses Patent, das kriegt ja immer einen Namen. Wisst ihr, wie er es genannt hat? WO2020-06-06-06. Und wisst ihr, was dahinter steht? Das Buch der geheimen Offenbarung. Und da wissen wir, dass der Herr Gates ein Satanist ist, wenn er sein Patent so nennt. Und mit Satanisten werden wir A, nichts zu tun haben. Und B, werden wir uns niemals dem beugen, was Satanisten mit uns vorhaben, oder? Das ist das, was hier Realität ist in dem Land. Und wir werden nicht locker lassen. Wir werden standhalten gegen allen Druck. Ja, dann brauchen wir nicht mehr davon reden, dass es ein globales Überwachungsnetzwerk namens ID 2020 gibt. Kann jeder nachlesen, was sie da geplant haben. Jeden Einzelnen wollen sie kontrollieren durch dieses ID2020.org. Da kann das jeder nachlesen. Dann gibt es eine Grafik, die zeigt uns, dass dieses SARS-Virus
Dutzende Mutationen hat. Allein diese Tatsache, dass das SARS-Virus Dutzende Mutationen hat, macht klar für jeden, der nur ein bisschen geradeaus denken kann, dass ein Impfstoff Unsinn ist, oder? Dann kam die Pandemieübung im WEN 201 im Oktober 2019. Und wisst ihr, wer da teilgenommen hat? Einige, die waren sozusagen Rollenspieler, also Schauspieler. Und dann hat aber einer teilgenommen, der war selber in eigener Funktion da. Und der kam aus China, eine hohe Führungskraft von der KP in China. Ich glaube, es war der Gesundheitsminister. Der nahm persönlich an diesem Event 201 im Oktober 2019 teil. Und dann wissen wir doch, dass die ganze Sache stinkt, oder? Dann kommt der September 2019, es gibt da ein Global Preparedness Monitoring Board, ja, das haben sie gegründet, eine von diesen Tausenden von NGO-Gesellschaften, die da gegründet wurden, mit dem Ziel, uns alle zu Knechten, zu versklaven. Wir werden das hier nicht alles heute ausbreiten brauchen, aber das kann man alles nachlesen. Übrigens, das, was ich hier sage, auch alles nachlesen. Alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, könnt ihr überprüfen. Und zwar gibt es eine Seite, die heißt Stop World Control. Ganz einfach eingeben. Stop World Control. Kann jeder nachlesen. Und unglaublich viele Einzelheiten, wie minutiös alles vorbereitet wurde vor dem Jahr 2020. Aber wir haben das rausgefunden. Es gibt ganz viele Menschen, die das rausfinden, die das auch weiter sagen. Und ihr werdet, diese Leute werden keine Chance haben, oder? Jawohl! Jetzt geht es nochmal weiter. Nämlich, da gibt es einen Punkt in diesem Global Preparedness Monitoring Board, gibt es einen Bericht, der heißt A World at Risk. Und da wird dann ein Bericht rausgegeben, das hat ein Cover. Und das Cover zeigt einen Coronavirus, den es ja angeblich erst gegeben hat im Januar 2020. Das wird da auf dem Cover abgebildet und Menschen mit Masken werden abgebildet. Merkt ihr was? Das war im September 2019. Und da steht dann drin, jetzt lese ich vor, was da drin steht auf Deutsch. Zitat: Die Vereinten Nationen, einschließlich WHO, führen mindestens zwei Schulungssimulationsübungen durch, darunter eine zur absichtlichen Freisetzung eines tödlichen Atemrespiratus. Also mit anderen Worten. Hier wird gesagt, in diesem Dokument, wo auch wieder der Bill Gates und diese Foundation und all diese ganzen üblichen Verdächtigen, da die Fänger im Spiel haben, Weltgesundheitsorganisation und World Economic Forum, wird gesagt, dass ein Virus absichtlich freigesetzt wird. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja, dann gibt es das Institute for Disease Modeling. Und es gibt ein Video raus im Jahr 2018. Nur drei kurze Punkte aus dem Video. Es kommt das Virus aus China, es verbreitet sich in die ganze Welt und es tötet Millionen Menschen. Das zeigt das Video. Kommt euch das auch bekannt vor? Und dann sagt dieser erwähnte Dr. Fauci, das ist mein Punkt 13 auf der Liste gerade, ja alles auf dieser Seite, Stop World Control. Der sagt auf einer Veranstaltung, Vortrag in der Georgetown University 2017, es wird einen Überraschungsausbruch geben. Komisch, oder? Also entweder er weiß es oder es ist ein Überraschungsausbruch, oder? Also da merkst du doch, was der Sache ist. Und wer uns jetzt noch erzählen will, dass alles sei nicht geplant worden, den wollen wir und können wir einfach nicht mehr ernst nehmen. Punkt 14, die Filme, die es da gegeben hat, die Pandemie, Corona-Pandemie vorausgesagt haben. Nur einer, der heißt Contagion, also Contagion geschrieben. Dann die Journalisten, unter anderem ein Harry Fox, die Pandemie vorausgesagt haben. Und jetzt zum Abschluss ein Musiker und Rapper, der heißt Dr. Creep. Und der hat einen Song geschrieben. Wisst ihr, wie der Song heißt? Pandemic. Und das war im Jahr 2013. Und als er gefragt wurde, warum er gerade so ein Thema wählt, hat er gesagt, ja, er hat da was gehört von verschiedenen Theorien, Verschwörungstheorien, aber er konnte das nur auf musikalische Weise thematisieren. Das ist die Realität, was hier abläuft. Sollen wir noch zu dem Dr. John Coleman,
als wirklich letzten Punkt dieser Liste, und zwar ein Offizier der CIA, jetzt wird es ganz spannend, der hat ein Buch rausgegeben, das heißt Der Ausschuss der 300. Da geht es um Okkultismus und da geht es um genau diese Themen, die man dann ja mal an anderer Stelle vertiefen kann. Ich habe in Nürnberg über die okkultistische Bedeutung der Masken gesprochen. Wer das Video nicht kennt, sind nur, ich glaube, 8 Minuten. Die okkultistische Bedeutung der Maske. Machen wir heute Abend nicht. Wisst ihr, was der sagt, der John Coleman? Coleman, der sagt, es gibt Geheimgesellschaften. Diese Geheimgesellschaften manipulieren Regierungen, das Gesundheitswesen, verschiedene Branchen und die Medien. Versteht ihr jetzt, warum die Medien alle nur in eine Richtung berichten? Das ist die Realität. Und wer weiß, vielleicht werden bedauernswerte Menschen, die nicht wissen, was eigentlich geplant ist, von diesen Herrschaften auch manipuliert. Ihr wisst, wen ich jetzt gerade angesprochen habe. Jedenfalls sagt dieser John Coleman, das Ziel von diesen Geheimgesellschaften, das sagt uns der CIA-Offizier, das ist ja nicht irgendwer, versteht ihr? Ist die Menschheit zu entvölkern, Depopulation. Und dann sagt er, 4 Milliarden nutzlose Esser sollen durch begrenzte Kriege und durch tödliche Epidemien beseitigt werden. Das ist das, was diese Herrschaften planen. Und der Dr. John Coleman hat uns das verraten in diesem Buch. Und weil wir heute Menschenwürde reden, deshalb lassen wir jetzt jemanden zu Wort kommen, der selber ein Vertreter ist von einer der großen abrahamitischen Religionen. Und dieser Mann ist in ausnahmsweise mal kein Christ. Und er ist auch kein Muslim, sondern was bleibt noch übrig? Er ist ein Jude. Und der sagt uns Folgendes. Ich zitiere ihn. Vor mir liegt ein UN-Dokument mit der Überschrift New World Order, UN-Agenda für 2021 bis 2030. Es ist nicht zu fassen, was man mit uns vorhat. Für den gesamten Zeitraum vorgesehen sind, und jetzt könnt ihr selber eine Strichliste machen, was euch alles bekannt vorkommt. Eine bargeldlose Weltwährung. Eine Weltzentralbank, eine globale Militärmacht, das Ende der nationalen Souveränität der Länder, das Ende von allem Privatbesitz. Wer beim letzten Mal hier war, ich habe da über den Papst gesprochen, der dann gesagt hat, es sollen die Menschen enteignet werden. Das ist der Bestandteil des Great Reset, den also der aktuelle Papst Franziskus unterstützt. Wir werden darauf nicht eingehen. Wir machen weiter in dem, was hier in dem Dokument steht, was dieser Rabbi uns zitiert. Zweitens, dann weiter, das Ende der Einheit, ich würde sagen, es ist falsch übersetzt, der Integrität der Familie. Kommt euch das bekannt vor? Wie viele Familien sind kaputt gegangen in den letzten Jahrzehnten? Wer weiß, was da für ein grausamer Plan dahinter stand und wer weiß, welche Arten von Manipulationen da stattgefunden haben? Das können wir alle selber nachvollziehen. Ich will auch das hier heute nicht weiter ausführen. Dann sagt er, es steht alles in dem Dokument, ihr Lieben. Die Dezimierung der Bevölkerung als Ziel. Dann die Kontrolle des Bevölkerungswachstums und der Bevölkerungsdichte. Dann mehrfache Pflichtimpfungen. Habt ihr das Bild gesehen von dem Baby, das da abgebildet ist, geht gerade durch Telegram, durch die Messenger-Kanäle und da liegen außenrum die ganzen Spritzen, die man dem verabreichen wird. Habt ihr das gesehen, das Bild? Unglaublich. Unglaublich. Dass man das mal auf diese Weise verdeutlicht. Ja? Dann ein universelles Grundeinkommen, damit sollen wir geködert werden. Ja, ist ja alles nicht so schlimm, es kriegt ja jeder sein Grundeinkommen. Aber dass wir unser Eigentum verlieren, das haben wir auch schon gesagt. Dann Mikrochip-Implantate, die als Zahlungsmittel und zur Überwachung dienen. Dann weltweite Einführung eines sozialen Bewertungssystems nach dem Vorbild China. Das alles steht in dem Dokument der UN, das diesem Rabbi vorliegt. Und das dürfen wir doch ernst nehmen, wenn so ein Rabbi das sagt, oder?
dann es geht immer weiter. Also zahllose Geräte, sagt er, werden mit dem 5G-Überwachungssystem verbunden. Dann, die Regierung übernimmt die Erziehung der Kinder. Mir kam da der Gedanke an einen Herrn Scholz, der hat mal irgendwas gefaselt von der Lufthoheit über den Kinderbetten. Seht ihr die Verwandtschaft? Unglaublich. Das Ende aller privaten Verkehrsmittel steht da drin. Dann, alle Unternehmen werden verstaatlicht. Wir haben gerade die Unternehmerin gehört, ja, die verzweifelt ist. Das ist System, die wollen die kleinen und mittleren Unternehmen abschaffen. Lassen wir uns das gefallen. Genau so ist es. Dann, die Menschen werden in Ballungszentren konzentriert. Und dann benutzt er sogar das Wort KZ. Er als Jude darf das. Und wir wissen, dass längst für Quarantäneverweigerer solche Einrichtungen geplant sind. Die wurden uns bereits gezeigt, oder? Unglaublich. Auflösung von landwirtschaftlichem Privatbesitz. Jetzt haben wir den Streik der Bauern erlebt. Das ist doch alles System. Die wollen die Bauern kaputt machen. Und wir werden das nicht zulassen. Wir stellen uns vor unsere Bauern. Dann steht da noch, das liest ja alles so immer noch der Rabbi, versteht ihr? Alles steht in dem Dokument. Auflösung von Einfamilienhäusern. Was war da gerade zu lesen? Welche Grünen in welchem Landesparlament haben gesagt, es sollen die Einfamilienhäuser abgeschafft werden? Merkt ihr, was hier passiert? Das ist unglaublich. Verbot von Naturheilmitteln, die nicht synthetisch hergestellt sind. Ja, kommt euch das bekannt vor, wenn ein Gesundheitsminister dann Naturheilverfahren abschafft. Merkt ihr was? Das alles, so weit das Dokument. Und jetzt sagt der Rabbi, das ist jetzt für alle wichtig, die wissen, welche bitteren Erfahrungen in der israelischen Geschichte, also der Geschichte des Volkes Israel, vor unserer Zeitrechnung bereits gewesen sind. Da gab es ja die Knechtschaft in Ägypten, ihr wisst das. Unter dem Pharao. Und dann sagt er, Zitat, selbst ein ägyptischer Pharao wäre barmherziger gewesen als dieses satanische System. Zitat Ende. Das sagt der Rabbi Amnon Yitzhak. Und wir geben Rabbi Amnon Yitzhak für seinen Mut, das in der ganzen Welt zu verkünden. Gegen Widerstände durchzuhalten. Einen donnernden Applaus. Ich möchte eins noch zitieren von dem Rabbi. Er sagt nämlich am Anfang, einmal tief durchatmen und nicht verzweifeln. Denn letzten Endes hält Gott die Zügel in seiner Hand. Zitat Ende. Ihr Lieben, und das wollen wir jetzt zum Abschluss miteinander, ach, glücklicherweise hat der Regen aufgehört, genau pünktlich, weil wir nämlich jetzt die Hände brauchen, okay? Wir brauchen jetzt die Hände. Und zwar brauchen wir jetzt zum Klatschen, ja? Wer also sich frei machen möchte, mit den Händen reicht völlig aus, ja? Und dann wollen wir klatschen miteinander, in dem Rhythmus, den wir uns jetzt vorstellen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Geschenk an dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Ihr Lieben, danke. Danke für euren Einsatz. Danke für euer Zeugnis. Ihr seid spitze. Vielen Dank. Wir halten durch. Danke, Daniel. Vielen, vielen Dank. Ich
mache jetzt so dazwischen. Wir sind bald am Ende. Ein paar Durchsagen, und zwar möchte ich auf die Veranstaltung donnerstags immer beim BVG darauf hinweisen. Das ist um 16.30 Uhr. Unsere Veranstaltung findet jeden Freitag statt um 17.30 Uhr, egal.